Gestern kam es zu einem größeren und ungewöhnlicheren Polizeieinsatz, nachdem sich ein 15-Jähriger der Anhaltung widersetzt hat. Es kam auch zum Einsatz von Schusswaffen. Wie war hier der genaue Tathergang? Der Ausgangspunkt dieser ganzen Amtshandlung war eine eigentlich routinemäßige Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Das heißt, auf der linken Seite bei der roten Ampel, kann man sich vorstellen, ist der BMW gestanden mit dem 15-Jährigen hinterm Steuer. Rechts daneben eine normale Funkstreife. Die haben rübergeschaut und haben gesehen, Moment, das passt nicht, der ist zu jung, wie kann der ein Auto lenken? Und das war überhaupt der Grund, warum man gesagt hat, man möchte sich das anschauen. Und so ist das Ganze ins Laufen gekommen. Der BMW-Fahrer hat sich der Anhaltung widersetzt. Über mehrere Straßenzüge ist es natürlich dann gegangen und ist dann erst im zweiten, beziehungsweise im 22. Bezirk geendet. Wie lange hat diese Verfolgungsjagd gedauert? Wie gesagt, vom zweiten Bezirk bis zur Esslinger Straße im 22. Das ist ja doch eine ziemliche Strecke. Diese ganze Verfolgung hat tatsächlich über einen längeren Zeitraum und über einen längeren Weg gedauert. Die Anhaltung hätte am Praterstern passieren sollen. Er ist davon gefahren, über rote Ampeln, über Gehsteige, teilweise in Sackgassen, über den Gehsteig, das auf die andere Seite kommt, quer durch das Stuberviertel, dann rüber auf die andere Seite der Donau, 220, die Bezirke 220, im 22. ist er dann schließlich weitergefahren bis zu einer Bezugsadresse, wo er dann nicht mehr weiterfahren hat können. Warum? Der Vorderreifen auf der linken Seite war nur mehr die Felge, also der Reifen selbst hat sich abgelöst und er konnte nicht mehr weiterfahren. Laut vorliegenden Informationen war auch die Fahrweise des 15-Jährigen gefährdend, auch für die amtshandelnden Beamten. Es steht jetzt auch der Verdacht eines Mordversuches im Raum. Was weiß man über diese Gefährdung? Haben die Beamten hier Schaden erlitten? Und wie ist hier sozusagen auch die weitere Ermittlung? Der zweifache versuchte Mord ist deshalb derzeit angezeigt, weil 4 Polizisten, die über Funk gehört haben, dass eben diese Verfolgung gerade stattfindet, haben, weil sie gerade günstig gestanden sind, zu Fuß versucht, das Fahrzeug anzuhalten. Das heißt, sie haben sich auf der Straße platziert, Handzeichen gegeben, Lichtzeichen gegeben. Aber der 15-Jährige steht es im Bericht, auf sie zugefahren, hat nicht gebremst und 2 davon mussten eben dann zur Seite springen oder hüpfen oder was auch immer und haben sich so nur einer schweren Verletzung entziehen können. Und das ist eben die Annahme dafür, dass man sagt, okay, da hat wirklich den Tod dieser Beamten in Kauf genommen und deshalb diese Anzeige. War der Einsatz von Schusswaffen nach diesem Ignorieren der Anhaltung oder der entsprechenden Lichtzeichen auch etwas, was diesen Gebrauch sozusagen gerechtfertigt hat oder auch notwendig gemacht hat? Ja, der Gebrauch einer Schusswaffe bzw. der Gebrauch jeder Waffe, die der Polizei zugewiesen wird, ist Subjekt von Untersuchungen, die nach jedem Gebrauch gemacht werden müssen. So auch in diesem Fall. Natürlich wird besonders streng geschaut, wenn eine Schusswaffe zum Einsatz kommt und ob dieser Einsatz gerechtfertigt ist. Da können wir natürlich jetzt im Vorhinein überhaupt nichts dazu sagen. Fest steht, dass sich die Beamten dazu in der Lage sahen, das hier zu machen, um den Mann weiter anzuhalten. In weiterer Folge müssen sie sich natürlich auch für den Schusswaffengebrauch, so für jeden anderen Waffengebrauch auch verantworten. Wie genau das stattgefunden hat, haben wir vorher schon geklärt. Da ist auf sie zugefahren und sie mussten zur Seite. Gab es Personenschaden durch den Einsatz der Schusswaffe auf der einen Seite, aber auch durch die Fahrweise und den PKW des 15-Jährigen? Durch den Gebrauch der Schusswaffen gab es keinen Personenschaden, keine verletzten Personen. Es wird jetzt noch geschaut, ob die Sachschäden natürlich entstanden sind, weil das muss man natürlich auch eruieren. Auf der anderen Seite sind auch keine Verletzten zu beklagen aufgrund der Fahrweise des 15-Jährigen. Aber hier, das kann man sich vorstellen, es ist eigentlich reiner Zufall, dass hier nichts passiert ist, weil wenn man mit 80, 90 km/h am Gehsteig fährt, über rote Ampeln fährt, ohne zu bremsen, ist es allein dem Zufall geschuldet, dass es hier nicht zu gröberen Unfällen gekommen ist. Was weiß man über den Täter? Ich nehme an, er ist jetzt in entsprechender Verwahrung und Einvernahme. Weiß man etwas über den Hergang, warum es überhaupt dazu gekommen ist, wie sich der 15-Jährige ermächtigen konnte, das Auto zu benutzen, beziehungsweise auch im weiteren Verlauf in der Amokfahrt, wenn man so sagen will? Zur Stunde verläuft die Vernehmung des 15-Jährigen als Beschuldigten vor dem Landeskriminalamt Wien. So was man so hört, dürfte er gesagt haben, er hat die Autoschlüssel vom Vater genommen und wollte eine Spritztour machen. Und so
ist das eben dann zustande gekommen. Er hat sich dann gefürchtet, dass er dann eingesperrt wird, wenn die Polizei draufkommt, dass er eben nicht fahren darf. Und deshalb hat er die Flucht ergriffen. Also das dürfte ungefähr so der Grund sein, warum er das überhaupt gemacht hat. Und ja, in weiterer Folge wird natürlich entschieden seitens der Staatsanwaltschaft Wien, ob eine Untersuchungshaft beantragt wird oder nicht. Man muss bedenken, es handelt sich um einen 15-Jährigen, also um einen Jugendlichen. Er ist zwar strafmündig, aber jugendlich, also hier wird sicher sehr viel Milde stattfinden oder von Seiten der Staatsanwaltschaft geltend gemacht werden.